Aber es gibt bestimmt jemand Besseren als Lacroix, der hier mal die Stadt regieren könnte. Also sonst Roundtable, das war glaube ich in der Richtung. Wait. Beckett. About the sarcophagus? Ja. Die Kiste, irgendwelche Instruktionen. Die Kiste macht mich echt krank. Sie sind im Augenblick nicht sie selbst. Was? Wie kommt denn da auf? Don't open it. Whatever you do, do not open the Ankaran sarcophagus. Warum? Aber Beckett versprach mir in einer Folge davor, dass nichts wäre. Ihre Widersprüche machen mich ganz wirr. Ich weiß nicht, ich liebe Überraschungen. Well, despite what I said, if that sarcophagus is opened, there will be disaster. In what form, I cannot be sure. But after studying the evidence, I'm convinced now that it is better left undisturbed. And anyone who'd pursue any other course is deserving of the consequences. Hat eine Vision sie zu diesem Schluss gebracht oder eine Stimme, eine Vorsehung? Gehenna, unser Blut ist nicht mehr sicher. Wir müssen uns verstecken. Jetzt dreh doch nicht gleich durch, Mädchen. Aha, hihi, hoho, köstlich diese Absurdität. Ich kann es kaum erwarten, das Ende zu sehen. There's an intangible sensation I haven't been able to put my finger on since I came to town. I still don't know where it seeps from. But if the sarcophagus is a possibility, to eliminate that chance, it should remain closed. Gehenna, unser Blut ist nicht sicher. Was sagt noch der Tiger zum Zebra? Hey, halt mal die Streifen für mich fest. Ich werde ihre Worte auf meinen zukünftigen Selbst tätowieren. I thought you deserved a chance. There's a good possibility we may not meet again. Goodbye, young one. Ich bin gespannt. Was? Ich kann gar nicht speichern. Warum auch immer. Kann ich jetzt speichern? Danke. Okay, ich glaube, es läuft so alles aufs Finale langsam hin. Ich habe aber nicht die Lust, tatsächlich die Leute von den Anarchen auf die Quetschen zu hetzen. Hallo, ihr Lieben. Hier ist wieder die beste Musik im ganzen Spiel. Ja. Muss ich mit Nein sprechen direkt? Was heißt denn hier Verräterin? Sein Schatten fiel auf meinen Weg im Palast der Erstgeborenen. Darf ich? Wo ist jener mit dem Zahlennamen? Darf ich in deinen grauen Zellen wühlen? Ich kann dich nicht mehr hören, weil ich schon fort bin. Gut. Mit wem rede ich denn jetzt? Mein lieber Freund ist gar nicht mehr hier. Oder war der unten? Ansel? Damsel. Lacroix will diese alte Kiste von dem Schiff und jedem Preis. Lacroix umwirbt die Lady des Ostens. Ich glaube, sie sind füreinander bestimmt. Von den Lippen der Lady selbst, sie haben direkt vor unserer Nase zusammen getanzt. Lacroix will jetzt mit uns tanzen, tanzen auf dem Grab der Lady. Yep. Es ist nicht bekannt, ich muss Nines mit Lacroix zusammenzählen und schauen, was passiert. Viele Stimmen, die zwar laut sprechen, aber nichts sagen.
Lacroix will jetzt mit uns tanzen. Tanzen auf dem Grab der Lady. Oh, ich will das aber nicht. Ob er euch verraten hat. Naja, hat er. Hat er. Er wollte Nines auf jeden Fall umbringen. Lady ist eine Schauspielerin, sie hat Nines ausgespielt und dann wird ihr Blut gejagt. Ja, aber jetzt ist die Blutjagd beendet. Joe war diejenige, die einen Teil von uns getötet hat. Ich habe die falsche Antwort gewählt. Ich lade vielleicht gleich nochmal neue. Ja, diese Worte müssen den 9. erreichen. Wo sind seine Ohren? Du sollst eine Kirschbombe sein. Oh, das ist gut. Ich muss dann eins erzählen. Es verläuft nicht gut. Ja, ich weiß schon, wie es ist, wenn du explodierst. Ich könnte stundenlang zuschauen, aber ich muss zu Nines. Eine Fernsehshow mit dir würde ich mir auf jeden Fall ansehen, aber heute Nacht muss ich Kanal Nines gucken. I know you're cool, so Nines is hiding out in Griffith Park. I don't know about this alliance stuff, though. I'll go eat something so I can vomit. Fucking candies. Moment, ich lade. Das verlief nicht, wie es sollte. Nicht von meiner Seite aus zumindest. Ich weiß natürlich nicht, ob es überhaupt möglich ist, die Quetschinder nicht ins Fadenkreuz zu setzen. Ich meine, ja, die Quetschinder haben ja auch Kacke gebaut. Immerhin haben sie sich mit Blackrow verbündet gegen die Anarchen. Aber ich sehe irgendwie schon so, dass die Quetschinder deutlich weniger Schuld haben, weil sie einfach nur getan haben, um sich selbst zu stärken. Weil sie sich stärken müssen. Anders als die Camarilla, die eigentlich schon stark genug ist. Von dem, naja, nein, es einfach nur ein Dorn im Auge war. You got a lot of nerve showing up here, Liv. You think of Nines. Said he killed a goddamn primogen. I'm willing to believe you were a patsy and I don't expect it. What? Nochmal speichern? Damit ich dieses Gespräch nicht ständig führen muss, falls es jetzt wieder nicht funktioniert. Damit die Quetschinder möglichst rauszuhalten. Hm, mein Freund ist wirklich weg. Heard anything? It's probably just like the rolls of coffins or something. That's bastard! He sold us out? Yeah. Nein, die Lady ist eine Schauspielerin, sie hat Nines ausgespielt, nun wird ihr Blut gejagt. Ja. Ja?
Nein. Aber jetzt ist die Blutjagd beendet. Shaw war diejenige, die einen Teil von uns getötet hat. Ich kann nichts dran ändern. Die Gelackmeierten sind auf jeden Fall die Quetschen. Okay, Griffith Park. Das gefällt mir nicht. Dampton hat ihnen verraten, dass sich Nancy im Griffith Park versteckt. Sie müssen Deutschland nur finden, um die Anarchen und die Camarilla im Krieg gegen die Quaidschin zu vereinen. Ich will die nicht vereinen! Was geht denn das bitte für eine blöde Wendung hier alles? Mensch, das geht alles in eine Richtung, wo es nicht hin soll. Wenn ich Nineses nicht davon überzeugen kann, dass die Quaidschin das kleinere Übel als die Camarilla sind, bin ich komplett am Arsch. Wo ist denn der Griffith Park? Keine Ahnung. Muss ich da mit dem Taxi hin? Ui. Ich will die beiden nicht vereinen. Hätte ich da vielleicht bei Lacroix schon was anderes sagen müssen? Er benutzt mich doch sicher nur, um herauszufinden, wo Nines ist, um ihn dann selbst umzubringen. Spiel halt immer noch mit. Vielleicht muss ich auch noch mal neu laden, bevor ich mit dem Bremsen geredet habe. Vielleicht habe ich da schon was falsch gemacht. Schöne Stadt. Oh man. Okay, da komme ich nicht durch, also muss ich hier raus. Nines. Heard a lot about you. You've been a big help to the cause, I hear. I appreciate it. So LaCroix needs us all of a sudden, huh? Er möchte mit euch gemeinsam ein Projekt namens Vernichte alle Quaidschinnen ins Unleben rufen. Does he now? You know, we just ended a war with them and we lost a lot of people.
Too many. Does he expect us to do all the fighting while the Camarilla throws mean looks from the sidelines? Or are they ready to go toe-to-toe with those goddamn devils? Er will das so sehr, dass er schon Gedenk-T-Shirts drucken lässt. Alle werden sich ins Schlachtengetümmel stürzen, bis auch der letzte Gretchen tot ist und wir in ihm herumstochern. Was eine Schlange denkt, was nur eine Schlange. I still don't trust LaCroix. But then again, the Camarilla didn't wholesale slaughter us upon arrival. God damn it. I'm stuck between a rock and a son of a bitch. Itch. Gretchen werden vor diesen Füßen fallen. Wenn du dich weigerst, haben die Gretchen schon gewonnen. Ich will das nicht! Wieso kann ich denn jetzt wirklich nur gegen die Gretchen vorgehen? Have you ever fought them? Do you know what they're capable of? How they view our kind? They're demons in battle. Killed my predecessor. It's strange, though. LaCroix wanting to war against them all of a sudden. Something's not right. Das höre ich die ganze Zeit, aber in meinen Worten liegt Einsicht. Du bist der Schirmherr für die Herzen dieser Stadt. Ja, die Zunge einer Schlange ist gespalten wie ein Kopf. Wenn du glaubst, die Gretchen sind furchteinflößend, hast du noch nicht in meine Albträume gesehen. Ja, die Zunge ist gespalten wie ein Kopf. Not what I mean, kid. Smell that? Smells like smoke. We gotta get out of here. Kid, we've been followed. That fire's coming from all directions. It's man-made. We gotta get out of here. This is bad. Oh ja, LaCroix, hm? No, kid, you don't understand. The fire wasn't set to kill us. Come on, we gotta get to the tram. I didn't hide out here because it was a nice view. I did it because no one would come looking for me in these parts. This is werewolf country. Dann mach dir mal keine Sorge, ich genieße diplomatische Immunität. The wolves are gonna be out for blood for that fire. Come on, move! Ich habe einen Plan. Wir verkleiden uns als Werwölfe, sagen ihnen, sie sind da lang. Wir können sie ablecken und wenn wir sie abgeleckt haben, reißen wir ihnen die Eingeweide raus. Ich will nicht. Kämpfen will ich es gerade wirklich nicht. Weil ich nicht gespeichert habe. Weil es alles nicht so verlaufen ist, wie ich das wollte. No, no, we can't. You don't understand what these things are capable of. Guns are useless, and getting close is suicide. The only thing to do is run. Now let's get to the tram. We can't waste any more time. Shit! It's leaving! Come on, kid, we gotta get inside that building until it comes back! Das ist ein Witz. Wir haben jetzt nicht wirklich Nines getötet. Und ich muss überleben. Klar muss ich überleben. Für mich ran, Verdunklung funktioniert nicht. Was. Sag ich doch, das wird nie was. Wie soll das irgendwas werden? Ich habe ihn halt auch voll LaCroix ausgeliefert.
Toll, das heißt, wir können das ganze Gespräch nochmal führen. Und nochmal, und nochmal, auch nochmal. Weil ich nicht weiß, wie ich gegen den blöden Werwolf irgendwas machen soll. Does he know? I still don't trust it. Have you ever... Something's not... Not what I mean, kid. We gotta get out. Kid, we've been... No, kid, you don't understand. The fire wasn't set. I didn't hide out here. The wolves are gonna... No. Shit! It's leaving! Come on, kid, we gotta get inside that building until it comes... Musst du wirklich mal nachfragen. Bei meinem Kollegen. Ob es wirklich nicht anders geht. Als dass man die Kamera hier gegen die Dingens. Ich ins Klo. Komm schon, du kannst dich verdunkeln. Das ist ja wohl ein Witz. Ich halt auch nicht einfach irgendwo hinsetzen und nichts mehr weitermachen. Weil der mich sieht, wenn ich mich verdunkel. Warum auch immer. Ich kann mit dem Observatorium nichts machen. Es scheint auf jeden Fall besser zu sein, reinzugehen. Aber warum der mich im Verdunkelten sieht, weiß ich nicht. Ich würde mich da auf jeden Fall mal schlau machen, ob das die einzige Lösung ist, die Camarilla mit den Ahnen, dass die sich irgendwie verbinden. Oder ob ich irgendwo eine falsche Entscheidung getroffen habe. Heard a lot about you. Does he now? I still don't. Have you ever fought something? Not what I mean. We gotta get out of here. Kid, we've been fought. No, kid, you... I didn't hide it. The wolves are gonna be... No, no, we can't. Shit! It's leaving! Come on, kid, we gotta get inside that building until it comes back! Gleich mal schnell speichern. Damit wir diese wunderbare Szene nicht noch 50 Mal sehen müssen.
Komm schon, warum funktioniert Verdunkelung nicht? Weißt du, der ist unter mir. Ich kann gerade nicht angreifen, egal womit. Auch ein Schleier des Wahnsinns. Aus. Nicht in die Sackgasse. Okay. 1,5 Minuten noch. Und ich speichere nochmal. Es ist immer ein Fortschritt, an dem man anpacken kann. 1,5 Minuten, hier komme ich nicht rein, nein. Klar, da fällt direkt auf meinen Kopf. Was sonst? Muss ich da dann wieder rein und den Knopf drücken? Ah. Wahrscheinlich muss ich noch 1,5 Minuten den Knopf drücken. Beziehungsweise noch 3 Minuten. Wo rennst du? Da rennst du. Wohin muss ich denn aber jetzt nun so langsam? Wo hält das Ding an? Mich rein. Warum ist Nines denn jetzt tot? Ja, wer hat uns wohl eine Falle gestellt?
Wer hätte was davon, wenn Nines und ich beide tot wären? Ja, der hätte schon die ganze Zeit Nines und mich tot sehen möchte. Ich hoffe mal, dass damit das Verbinden mit der Camarilla bzw. mit Lacroix hinfällig ist.